Ich rufe dann auf den Tagesordnungspunkt 60, Beschlussempfehlung der Ausschüsse Petitionen 2013-69. Wer stimmt zu? CDU, SPD, FDP, DIE LINKE, die AfD. Wer ist dagegen? Überhaupt keiner. Wer enthält sich? Auch keiner. Also das ganze Haus dafür. Dann rufe ich auf die Beschlussempfehlung Top 52. Folgende, die Beschlussfassung, die Berichterstattung verzichten wir jeweils. Beschlussempfehlung des Kulturpolitischen Ausschusses 2013-66-2012-20. Wer stimmt zu? Bitte zur Geschäftsordnung. Kollege Lindes, ja. Ja, Herr Präsident, zur vorgerückter Stunde. Der Punkt A hat, der Punkt 1 hat drei verschiedene Absätze, A, B und C. Und wir bitten, A, B und C getrennt abstimmen zu lassen. Es ist beantragt, trennende Abstimmung. Was? A, B und C? So, wer stimmt A zu? Das ist CDU, SPD, FDP, CDU, Bündnis 90 Die Grünen, FDP und AfD. Wer stimmt dagegen? SPD und DIE LINKE. B. Wer stimmt zu? CDU, Bündnis 90 Die Grünen, AfD. Wer stimmt dagegen? SPD, FDP und DIE LINKE. C. Wer stimmt dafür? CDU, Bündnis 90 Die Grünen und die AfD. Wer ist dagegen? SPD, DIE LINKE und enthalten wird sich die FDP. Damit sind alle drei beschlossen. So, auch gut. Dann kommt der Punkt, das war jetzt 53, ne? Ah ja, gut. Dann machen wir jetzt 53, 2013-67, 2012-71, Kulturpolitischer Ausschuss. Wer stimmt zu? CDU, Bündnis 90 Die Grünen. Wer ist dagegen? Das ist SPD, Linke, FDP. Wer enthält sich? AfD. So beschlossen. Dann 54, 2013-80 zu 2012-28, Innenausschuss. Wer stimmt zu? CDU, Bündnis 90 Die Grünen, FDP, AfD. Wer ist dagegen? SPD und DIE LINKE, so beschlossen. 55, 2013-81, 2012-79, Innenausschuss, wer stimmt zu? CDU, Bündnis 90 Die Grünen, wer ist dagegen? FDP, wer enthält sich? SPD, Linke, AfD. 56, 2013-82 zu 2012-82, Innenausschuss, wer ist dafür? CDU, Bündnis 90 Die Grünen, wer ist dagegen? SPD, Linke, FDP, wer enthält sich? AfD, so beschlossen. 58, 2014 zu 2012-80, Sozial- und Integrationspolitischer Ausschuss. Wer stimmt zu? CDU, Bündnis 90 Die Grünen. Wer ist dagegen? SPD, DIE LINKE, wer enthält sich? FDP und AfD, so beschlossen. Und der letzte ist 67, 2014-29/20/129/19/6694, Haushaltsausschuss. Wer stimmt zu? CDU, Bündnis 90 Die Grünen, die FDP. Wer ist dagegen? Überhaupt keine. Wer enthält sich? SPD, DIE LINKE und die AfD. Damit ist auch diese Beschlussempfehlung so beschlossen. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende der Sitzung. Ich weise Sie jetzt darauf hin, noch auf den Parlamentarischen Abend des VdKs im Landtagsrestaurant. Herzlichen Dank. Es war wirklich ein Erlebnis. Sie haben es uns sehr freundschaftlich gemacht hier im Schloss. Die Sitzung ist geschlossen. Darf ich gerade noch mal gucken?